willkommen zu einem neuen Mathe-Video von mir. In diesem Video möchte ich dir gerne einmal die Auflösung des Schokoladentricks präsentieren. Wenn du einmal wissen möchtest, wie ich diese Schokolade jetzt aufgeteilt habe, dazu verlinke ich dir einmal oben rechts das Video dazu. Okay, diese Schokolade hat jetzt 24 Stücke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mal 6 sind 24. So, jetzt das Stück raus, das Stück dahin. Jetzt verschieben wir das einfach. So, das Stück hier rüber und jetzt, siehe da, wir haben wieder eine neue Schokolade und die hat auch wieder 24 Stücke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mal 6 sind 24, aber das Stück hier ist jetzt ja übrig. So, logischerweise wissen wir, dass das Stück hier nicht einfach so da sein kann. Deshalb nehmen wir uns jetzt nochmal eine Tafel Schokolade zur Hand und gucken einfach, was könnte da passiert sein. Ich habe mich jetzt für eine weiße Tafel Schokolade entschieden und da wird der Unterschied nämlich jetzt deutlich. Jetzt sehen wir nämlich eigentlich, aha, die Tafel Schokoladen sind eigentlich gleich groß. Wenn wir die jetzt aber übereinander legen, dann wird das deutlicher. Nachdem wir die Tafeln jetzt übereinander gelegt haben, sehen wir ja, dass die braune Schokolade etwas geschrumpft ist. Und dieser Streifen bei der weißen Schokolade jetzt, wenn wir den abschneiden würden, das heißt hier einmal entlang schneiden und dann vielleicht nochmal hier das einteilen würden und die kleinen Stücke dann übereinander legen, hätten wir genau die gleiche Fläche wieder wie das Stück Schokolade, was wir vorhin rausbekommen haben bei der braunen, was übrig war. Das Ganze wird auch nochmal deutlicher, wenn wir das Stückchen, was wir jetzt hier haben, was übrig geblieben ist, auch nochmal hier nebenlegen und einfach die Stückchen größer mal miteinander vergleichen. Und jetzt sehen wir, dass das Stückchen hier viel größer ist als die Stückchen hier in der Mitte. Gleich groß wäre es erst wieder, wenn wir die Schokolade hier ein bisschen verschieben würden. Jetzt hätten wir die gleiche Größe, aber da fehlt ja jetzt sozusagen was. Und das hier, was jetzt fehlt, wäre wieder der gleiche Flächeninhalt wie diese Stückchen. Genau. Dementsprechend ist dieser Trick nur eine Illusion und wir können nicht unendlich viel Schokolade bekommen. Genau, und das war schon die Auflösung zu dem Trick. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr Mathe-Videos bzw. Mathe-Tricks sehen möchtest, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Video.